Haben Gottes Gebote noch Gültigkeit für die heutigen Christen? Das war die Ausgangsfrage. Und ich bestehe darauf, sie haben heute noch Gültigkeit und die christlichen Kirchen bestehen auch darauf, dass sie noch Gültigkeit haben. Ich habe gefragt, ja, welche denn genau? Jetzt nennst du eben die Speisegebote und anderes. Und da ist es ganz wichtig. Da wurde schon mega früh, schon bei den Aposteln, und das sieht man auch in der Bibel selbst, wurde das festgestellt. Manche der Gebote, besonders die von Levitikus, zum Beispiel die Speisegesetze betreffend, gelten explizit für die Israeliten. Also es gibt drei unterschiedliche Arten von Geboten, wo der Herr in der Bibel den Leuten etwas gebietet. Das eine sind situative, wo er sagt, ihr sollt jetzt das machen. Ist nicht ein allgemeines Gesetz, sondern da wird gesagt, jetzt in dieser Situation sollt ihr das machen. Das zweite sind Gesetze spezifisch für die Israeliten, wo er den Israeliten sagt, ihr sollt das machen. Und das dritte sind allgemeine Gesetze, wo er allen Menschen sagt. Diese Unterscheidung machen nicht nur wir Christen, die machen zum Beispiel auch die Juden, die Israeliten machen das. Die bestehen nämlich zum Beispiel darauf, das ist sehr interessant und was sie von vielen anderen Religionsströmungen unterscheidet, ist, dass sie ihre Gebote nicht als allgemeingültig betrachten, sondern sie sehen einfach, dass die anderen Menschen sollten sich den noachidischen Geboten unterwerfen. Wer dieses tut, kann ein Gerechter sein in ihren Augen. Aber die Gebote spezifisch für die Israeliten, die gelten nur für die Israeliten. Die Speisegebote werden im Neuen Testament an zwei Stellen gleich aufgehoben, nämlich der Herr selbst sagt, dass nicht das, was in den Mund hineingeht, ihn verunreinigt, sondern was aus dem Mund hinauskommt, ihn verunreinigt. Das sagt er, wo sie an einer bestimmten Stelle etwas essen, was sonst gegen Speisegebote verstoßen würden. Und dann später, als ich glaube, es war Petrus, als er geschickt wird zu den Heiden, da sollte er eigentlich nicht mit ihnen essen, weil er ist ja ein Jude, ist ein Israelit. Und dann kommt aber im Traum ein Engel runter und lässt Speise runter und sagt, was der Heiland heiligt, soll dir nicht unrein sein. Und damit wird auch dort wiederum das bestätigt. Und dann gab es auch beim ersten Konzil, schon beim apostolischen Konzil, wo die Apostel sich getroffen haben, haben sie entschieden, dass diese Gebote, die rein für die Israeliten sind, zum Beispiel auch die Beschneidung und einige andere Gebote, dass diese nur für die messianischen Israeliten gelten und nicht für die Heidenchristen oder diejenigen, die ohne israelitische Abstammung sich zum Christentum bekennen. Also diese Gebote gelten heute genau wie damals und wie immer, wie der Herr sagt, soll kein Jota daran geändert sein und das Gesetz kann allenfalls erfüllt werden, nie aber geändert. Und es hat schon damals nicht für Heiden gegolten, sondern nur für die Israeliten. Ich hoffe, das hilft.